Rap. Caro, dann musst du aber anfangen mit Herzlich willkommen, Krypto-Freunde. Ja. Ja, anders geht das nicht. Kryptofreunde, Also, Investoren. herzlich willkommen, Krypto-Freunde, Investoren, Newcomer. Was geht denn ab, Leute? Ich hoffe, ihr habt einen angenehmen Tag gehabt. Aber mit Ripple und XRP ist das so eine Sache, ne? Das ist, wenn man sich wirklich rein auf die Technologie dieses Projektes bezieht, ist es für den Zweck, den sie erfüllen möchten, da gibt es so gut wie nichts Vergleichbares. Und da kommen halt einige und sagen, ja, der eine macht es schneller, dann der andere macht dies und das. Keiner bringt die Eigenschaften, dass sie einen internen Stablecoin letztendlich haben. XRP könnte direkt durch die Funktionsweise auch als Stablecoin agieren. Keiner hat einen Automated Market Maker in der Ledger integriert. Keiner hat eine interne DEX integriert. Letztendlich bräuchte man als XRP oder wenn man die XRP Ledger nutzt, auch gar keine Exchange mehr. Man bräuchte eine Exchange nicht als On- und Off-Ramp, man bräuchte eigentlich nur eine Bank. Und die XRP Ledger würde ausreichen, um den Dollar direkt umzuswappen. Also all diese Funktionalitäten und der XLS 20 Upgrade hat, dass die NFTs direkt ohne Smart Contracts mitbar sind. Also es gibt nichts, was im Zahlungsbereich sich mit XRP auf die gleiche Art und Weise mit den gleichen Services und Funktionen messen kann. Und wenn man eigentlich diese Sachen, die kann ich jetzt halt nicht im Stream sagen, weil sonst sagen alle wieder XRP Maxi. Aber wenn man sich wirklich anguckt, mit wem sie alles zu tun haben und mit welchen mächtigen Personen sie agieren, ist das ein No-Brainer, dass das nicht genutzt wird in Zukunft. Und ich bin immer noch der Meinung, so wie es am Anfang war, dass diese Klage reinste Fassade ist. Das ist reinstes Show und Spiel, was da passiert. Und das machen die Amis öfter mal. Das machen die so oft in der Vergangenheit. Was haben sie nicht mit den großen Fintech-Firmen gemacht? All die großen Fintech-Firmen wurden auf die gleiche Art und Weise verklagt von denen. Wo sind sie jetzt? Ich bin wirklich der Meinung, dass das auf so eine Art und Weise durch die Decke gehen wird. In jeder unserer Videobeschreibungen unten findet ihr einen Link zu Bitvavo. Meldet euch an und ihr bekommt 10 € und die ersten 1000 getradeten Euros sind über unseren Link gebührenfrei.